organisieren die einen Ausflug für die tollen Busfahrer und die Hälfte steigt wieder aus, weil sie Angst haben. Sind die mal nicht so haben. Dann kriegen die sie gleich wieder ein. Ich kann auf diesen nichts dafür, wenn die und so weiter ist. Ich bezweifle, dass sie die wieder einkriegen. Egal. Ja, das kann man auch nicht wissen, wenn man nicht gerade so drückt, dass das Ding rückwärts fährt. Ja, die wollen bestimmt hier in dem Hotel Party machen. Ja, ich glaube auch. Ja, ich bin gleich für 500 Stunden. Wieder Pink-Umsatz hier. So, wir steigen aus. Anna ist eingestiegen, lustig. Ich weiß auch nicht, worauf man sich einlässt. Ja. Aber wäre ja ganz nett, wenn wir überhaupt jemanden haben, den wir am Flughafen abliefern, oder? Ja. Ja, gut, gut. Kollision. Das ist eine Fahrt, ey, da habe ich ja richtig gut drauf. Ich merke das schon. Was macht's trotzdem? Hä? Falsche Richtung? Minus 40. Warum zu weit drüben? Ja, schon wieder. Ich lenk. Ich kann nichts davon, wenn er so spät einschlägt. Ich muss dir vorstellen, ich lenke nach links, sobald die Kurve anfängt. Mhm. Und dann sind wir schon mit dem Dings fast vorbei. Mit dem Bus. Mhm. Und dann zieht er erst rum. Okay. Das ist alles voll Zeit verschwendet. Der ist erhöht den Schwierigkeitsgrad. Ja. Da ist einer losgefahren, ja. Jetzt sind wir zur Lücke, ne? Ja. Ganz entzückend. Ich wäre eher lieber mit so einem Lanzramme da durchgebrettert. Ein Panzer? Oh ja. Gibt's eigentlich da so einen Simulator? Bestimmt. Okay. Aber weiß ich jetzt gerade nicht. Das wäre lustig. Simulator gibt's ja schon fast für alles. Ich atme nur etwas anders. Was ist dann eng wird. Oh Gott. Was ist hier los? Ist die Fähre eingelegt oder? Ich weiß nicht. Ein bisschen viel Verkehr hier. Die Uhrzeit. Die nächste Haltestelle gehen. Mhm. Irgendwie sind die Passagiere noch nicht so glücklich. So ganz zufrieden. Aber ich sehe die nächste Haltestelle. Wo wir jetzt sein müssen. Ja. Das liegt aber halt an dem vielen Verkehr, dass wir da nicht pünktlich sein können. Und an der Dunkelheit. Ja. Und dafür, dass dann aber daran, dass wohl noch so viel aussteigen wollen. Warum auch immer. Die können irgendwie nicht so viel ab, ne? Kann das sein? Ja, zum Busfahrer, die sind die ängstlichsten. Ja. Ja, wenn ich da an die anderen so denke, bis auf, glaub, die mit der Skitour, was wir mal hatten,
Da sind ja dann irgendwie auch alle ausgestiegen. Ja. Komischerweise. Also die anderen, die konnten ein bisschen mehr. Das stimmt. Bei der Skitour konnte ich es allerdings noch ein bisschen verstehen, weil es ein bisschen viele Unfälle waren und so. Aber da ein bisschen bremsen. Oh ja. Die Großen haben sich verlassen. Ja. Wenn ihr heiratet, ist alles wieder gut. Genau. Ja. Das hat Mutti auch mal gesagt. Wenigstens sind die Passagiere wieder lustig drauf. Bis zum nächsten Bremser. Steigen sie alle aus. Mach keinen Scheiß. Ich stell mal vor, das ist nicht geschafft, dann müssen wir machen. Oh nö. Egal. Ja, ne, wir zeigen ja euch ja jetzt nur, wie die Strecke aussieht. Hm. Und da, wo wir Fehler machen, das könnt ihr dann ja besser machen. Bitte. Ne? Genau, das ist der Plan. Ja. So hast du das ungefähr gedacht, ne? Wir zeigen, wie man es nicht macht und der Rest muss richtig. Genau. Aber aus Fehlern lernt man. Wir machen die Fehler und ihr lernt. Richtig. Ja. Genau so. Klöcke. Das ist der Schlachtplan. Ja. Wen schlachten wir? Den Plan. Ach so. Okay. Ich finde aber geil, wenn der rote Pfeil da so quer rüber geht. Ich bin schon Kilometer vorher. Eigentlich müsste heute die nächste Haltestelle zu sehen sein. Ja. Ja, da auf der Karte sehe ich sie schon. Da kommen wir zu spät. Da kommen wir zu spät, ja. Aber gerade egal. Ja, Hauptsache du schaffst die Fahrt, ne? Ja, eben. Bremsen, weil die haben alle leichten Magen geschwollen. Ach so. Ja. So, sie soll 2-0 dazu. Und weiter geht's. Die sind aber sehr ruhig. Mhm. Ja, du hast noch keine Vorbremse gemacht. Aha. Ja, nicht vor, eigentlich. 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 So, 10 Leute sind im Bus, dann kauft der Platz noch 10 Leute. Eine Moment, meine mal bitte. Und guter Blinker Ansatz. War doch einfach quer rüber in der Zeit. Oh, meine Lieblingskurve. Oh Gott, oh Gott. Die Haarnadelkurve. Ja. Die mehr Haar als Nadel ist. Ja. Rüber geht, ne? Nee. Ja, wäre lustig. Ich glaube, dann haben wir keine Passagiere mehr drin. Bin ausgehüpft. Unfall mit Auto. Oh Gott, es steigen alle 10 aus.
Oh mein Gott. Ey, die können echt gar nichts ab. Also so macht man das nicht. Weil steigen die alle aus. Nicht traurig. Oh Gott. Oh Gott, nicht traurig sein. Jetzt mache ich eine Schmollmuppe. Oh. Das ist auch scheiße, oder? Ja, vor allen Dingen, dass hier alle gleich aussteigen wollen, das finde ich ein bisschen hirnrissig. Ja, vor allem in der anderen Bus hätte auch nur ein bisschen aufregen können. Dann war sie da voll breit und ich habe die Schwierigkeiten sofort. Kann sich hier einer von den Kollegen nochmal in Steuersetzung fahren? Wir holen uns aus. Genau. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen arg übertrieben, dass wir gleich alle aufsteigen. Und dann sagen wir Tschüss. Ja. Wenn sie halt Pech, dann können sie halt nicht am Flughafen wegfliegen. Ja, fliegen wir halt mit, ne? Ja. Wenn auch einer von euch mitkommt. Es sind jetzt mindestens 10 Plätze frei. Mindestens. Ich glaube, davor sind ja auch schon irgendwie 4 ausgestiegen oder 5. Oh mein Gott. Die haben echt nicht umzustimmen, ne? Ja. Da kann ich Lollis verteilen, wie ich will. Die haben aber keinen Bock. Eieieiei. Und dann die Hände. Ja, nein, also da fahren wir ja nicht mit. Ne? Das möchte ich nicht. Nächste Opfer steht schon da. Ja, also auf den 10 steigen aus und 3 sind drin dann nur noch. Oh Gott. Na, die 3 werden sich jetzt aber auch, oder? Die werden sich freuen. Eine Erlebnistour. Ohne Gleichen. Ja. Also, wo sie sich nicht freuen, ist der Kacke-Duft, weil die Vorgänger, glaube ich, vor Angst in die Hosen gemacht haben. Da steht die mehr Scheiße. Ja. Yeah. Noch 4 Stationen. Diese, die haben so viel gekriegt, das dampft ja schon aus der Straße. Das ist aber doch nicht. Oh, weil ich hier schon Strafe gekriegt habe, dann war da vorne schon. Aber die anderen sind da lustig drauf, weil keine Verbindung. Da kommt jetzt mal Ampel. Eine Meile unfallfrei. Lustig, die Brand schon vorher, bevor es gut ist. Mhm. So, irgendwie haben die dann einen Sonntag. Alles hell ist hier. Ist doch ein Teufel kommen gewesen. Ja. Ich hab sie gesehen. Ich glaube, ich würde mal gerne oder was. Ja. In die Augen. Doch in die Augen. Schaffst du die 4 Haltestellen? Klar. Da kommen wir mit dem Kamm. Musst du links abbiegen. In der Nase da rechts. Ja, wie geht's noch überhaupt? Ich glaube auch. Super. Gibt sogar Busbinde. Und noch wollen alle 3 drin bleiben. Und
fahren die ganzen Busdepots ab, ne? Ja, irgendwie schon. Auch, dass hier nichts einkascht. Sonst sitzen wir bald alleine im Bus. Schlimm aus. Ja, der Kampf ist ausgegangen. Ja. So. Nächster Halt ist Terminal Süd. Da geht er. So. Westen. Keine Ahnung. Du fährst einfach. Ich war einfach nur. Da musst du ohne sich. Keine Ahnung. Ja, wenigstens 6 Leute haben wir. Was jetzt? Ja. Jetzt. Dabei fängt die Fahrt so gut an, ne? Ja. Ist aber immer so. Ja, zum Ende wird's, ne, aber obwohl, das haben wir eigentlich nur bei dem Zugsimulator gehabt. Dass es anfangs toll lief und am Ende war es dann was? Eine Notbremsung nach der anderen. Das stimmt. Die eigentlich auch noch eins, was hier anzusehen sind. Immer wieder. Zeigt der rote Pfeil wieder in die andere Richtung. Ein bisschen verwirrend, oder? Wo man hier längs geführt wird. Ja. Macht man das so? Ja. Okay. Das war, muss man das so machen. Okay.